hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Moin, meine Lieben, herzlich willkommen wieder bei nächster Folge von Resident Evil 7. Ich bin der gute Saxi und was haben wir in der letzten Folge gemacht? Das ist ganz toll, das ist ganz gute Info haben wir. Ich habe die Schornfilter endlich. Wo hat diese Statue gehabt? Haben wir das schon gefunden. Und der Skorpionschlüssel war vorletzte Folge. Die Geräusche geben mir einen Zeiger. Und ich muss irgendwo noch eine Skorpiontür zu weitergehen. Hä? Was hat der? Aha. Wieso hat der jetzt zweite Ohr nicht? Es ist gar nichts, wie ich sehe. Okay. Das Brief da, glaube ich, den. Wieso habe ich das Gefühl, dass du mich nervst? Haben wir noch was hier zu entdecken? Weiß ich, haben noch erst gut die Pillen, die zeigen die Sachen, wo sollte die Konte stecken sein. Die Oma, die Zähne? Ja, Alter, die sind echt dreckig. Okay. Die Pillen zeigen uns, wo sind die Sachen ungefähr versteckt. Niemals. Ich werde niemals da kommen. Yay, die Schlüssel haben wir nicht mehr. Was? Hier liegt was? Ist nicht dein Gott ernst, oder? Da werde ich niemals sehen. Also wo ist die volle die Kreise? Da sind ein paar. Warte mal, hier so. Ah, das ist auf der anderen Seite, super. Da haben wir schon gesehen. Ich glaube, gehen wir kurz hier. Skorpion, wo sind noch Skorpiontüre? Hä? Hier ist was versteckt sogar. Alter, wie viele Sachen sind hier versteckt? Ich habe schon gedacht, ist hier Sachen versteckt. Ist das schon vorbei oder was? Nein. Na gut. Ich habe wirklich gedacht, hier gibt's was. Okay, also.
Also da war die Killer. Im Keller? Ich weiß nicht. Komm, ich glaube, ich werde versuchen, in den Keller zu gehen. Vielleicht aber bevor ich das mache, speichere ich kurz. Naja. Warte mal. Dass ich werde nicht so arm. Machen wir so ganz tolle Sache. Die Flüssigkeit, genau. Ich gebe auch alles rein. Zu den. Haben wir jetzt 11 Muni. Gut, das lasse ich. Münze habe ich nicht. Mein Inventar ist schon bumsvoll. Und das geht jedem mehr auf das Zeigessel. Das brauchen wir nicht momentan. Den Skorpion brauche ich noch jetzt. Das lasse ich. Das hau ich mir hier rein. Ne, ich mache alles, die Pulver weg. Schön, dass haben wir so viel Pulver. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen kombinieren. Erstelle mir das. Mache die Kräuter jetzt hier rein komplette. Und jetzt haben wir 3 Plätze frei. Ich überlege jetzt gerne. Bringt mir was, wenn ich das ändere? Eine Torosse bringt mir gar nichts. Oder mache ich so? Hallo? Okay. Oder? Was? Aha. Mache ich hier rein? Komm, machen wir so. Es ist ein bisschen mehr Platz. Für 2 große Sachen kann ich noch nehmen. Ich glaube, ich gehe jetzt in diesem Moment in den Keller. Ich vermute, konnte es sein, da wo wir können nicht hereingehen, war sehr viel Monster. Müssen wir hier durch. Also hier haben wir die Schlüssel gefunden. So gut wie, aber es ist gar nichts. Hier habe ich große Fehler gemacht. Warte mal, mach ich hier. Ja, das ist die Schlange. Die Schlangenschlüssel brauche ich hier. Manchmal muss man eigentlich ducken, weil ich es genau schau hinter die. Nein, sieht nicht so aus. What? Nee, nee, das ist gar nichts. Okay. Habe ich gedacht, es gibt was, aber. Manchmal die verschicken die Drecksäcke die Sachen. Weil da muss man genau schauen, wie es bemerkt. Irgendwas läuft zwischen den. Schrotti? Na komm, nehmen wir Schrotti. Okay. Schon da eben. Genau da. Weil hier haben wir besiegt, es sollte nichts rauskommen, aber hier.
Bitte mich verarschen! Hä? Okay, jetzt ist es tot. Also mit Schildfilter war viel einfacher hier rein zu spazieren. Hier gibt es Türen. Die sind verschlossen, Tetris habe ich benutzt schon. Scheiß. Muss ich sagen, wirklich, wirklich schade. Warte, versuchen. Da habe ich gedacht, werde so wie Film, vielleicht wird es funktionieren. Schieße auf den. Schloss auf, der geht auf. Nee, scheiß. Umsonst habe ich das gemacht. Ich habe vorher zu schnell Tetris benutzt, also. Muss man irgendwie Schlüssel finden? Verschlossen. Verschlossen. Schlüsselfilter fühle ich ein bisschen sicherer. Immer noch verschlüsseln, aber wieso? Sag nicht, dass es gibt irgendwelche Rätsel. Laura? Kranik? Willmann, Willem, schauen, der war Tamara. Konnte es sein, dass manche muss man aufmachen, um diese Tür zu aufzukriegen? Lukas. Finde ich schade. Ah, ich habe vergessen, kann man abwehren. Laura. Kranik. Kranik ist aber... William? Schon. Ich glaube schon. Tomara und Laura.
Gun. Tramis. Nein. Ich habe geglaubt, wenn ich mache die Frauen auf, dann gibt ihr ja Lässe auf. Den mache ich so. Geht's schon auf? Nein. T. L. Auch nicht. Hä? Ich hab echt keine Ahnung. Gibt's irgendwas hier? Das ist so unten offen. Ich habe gedacht, gibt's was? Die Zeichen. Drei. Weißt du, wie man die Tür aufmacht, oder? Denk daran. 3a. 3a. Und dann Hand drückt. Okay. Warte. Die Türe aufmachen, oder? Denk daran. 3A. Und eine Hand. Handdruck. Okay. A1. Tamara. Sagen Sie, das war schon richtig. Die kann ich zu oder nicht zu machen. Eins. Und H an, oder? Nee, verschlossen, scheiße. Das kann ich noch nicht zumachen. Also. Drei A. Und Handandruck. Aha. Haben wir. 3A. Ich denke, was vielleicht in jedem Buchstaben muss A, aber in einem Wort muss 3A sein und dann Handandruck. Du Bastard, ich hab gewusst. Alter. Jetzt haben wir den Schlüssel. So Leute, ich würde sagen, das war's mit den Resident Evil. Ey. Was für ein scheiß perfekter Rätsel. Weißt du, wie man Türe auf? 3As und Handabdruck. Dass man erstmal darauf kommen, dass... Da mal, ich habe gedacht, Türe. Ich habe gedacht, normale Türe muss man aufmachen.
dann muss man irgendwie hier Code reinmachen, 3As und Handabdruck. Ich muss, habe den Handabdruck, habe ich gedacht, der meint so, dass ich muss von jemandem, fremden Mensch, einen Abdruck machen, zu scannen. Das heißt, drei, in einem Wort, 3As und den Abdruck von den Ding. Und dann gehen die Türe auf. Na gut, Leute. Ey, das war echt guter Rätsel. Leck mich am Arsch. So, Leute, ich werde sagen, das war's. Und wir sehen uns nächstes Mal. Bis nächsten, bis schauen und viel Spaß weiter mit Resident Evil, weil ich hatte ja gekauft. Ciao, Kinder mit Peace. Peace.